Der arbeitslose Wikinger. Der alte Mehltau redete nun auf Hicks ein. Fällt schwer, das mit anzusehen. Das gilt vor allem für dich, Hicks? Die Schuldgefühle müssen doch dein tiefstes Inneres zerreißen. Ich meine, du hast ihn quasi arbeitslos gemacht durch deinen kleinen Friedenspakt mit den Drachen. Du hast sein Leben ruiniert. Bravo! Mit schlechtem Gewissen saß Hicks abends mit ohne Zahn zu Hause und schaute auf seine Gehhilfe. Ach, weißt du, dass Grobia mir das hier gebaut hat? Nur dank ihm konnte ich dir das Stück von deinem Schwanz ersetzen. Ich muss ihm jetzt irgendwie helfen. Hau drauf kam jetzt völlig erschöpft nach Hause. Yes. Oh. Oh. Ein harter Tag als Häuptlingvater? Ich war auf der ganzen Insel unterwegs. Hab morgens die kleine Svensson mit Odegaard verheiratet, dann runter auf die Felder, wo ein paar Kinder Jacks umgeschmissen haben, dann wieder zu den Jungvermähten, einen Streit zu schlichten. Bei denen sind die Flitterwochen wohl vorbei. Manchmal wünsche ich, es gäbe mich doppelt. Aber es gibt dich doch auch doppelt. Ist das schon wieder so ein Witz über mein Gewicht? Nein, ich meine Grobian. Er könnte dein Helfer sein. Grobian? Der hat auch viel zu viel mit Drachentöten zu tun. Tja, hat er zumindest. Bist du, was ich toll finde, ist nur schlecht für Grobian. Und genau das meine ich. Weißt du was? Das ist keine üble Idee. Ich könnte eine rechte Hand gut gebrauchen. Da haben wir Glück gehabt, denn das ist die einzige, die er noch hat. Gleich am nächsten Morgen unterbreitete Hau drauf Grobian die Idee. Grobian gefiel sie und er sagte sofort zu. Ich bin sehr froh, dass du mir helfen willst, Grobian. Und ich bin froh, dass ich bei all meinem Stress die Zeit für dich finden konnte, Hau drauf. Ich habe einen harten Tag vor mir. Hier deine Hälfte. Ah, das dürfte interessant werden. Aber vergiss nicht, ein paar von diesen Terminen sind heikel und verlangen diplomatisches Geschick. Ach, kein Problem. Das mache ich mit links. Echt? Tatsächlich? Du kannst auf die Leute zugehen mit Takt und Einfühlungsvermögen? Ach so, ich dachte, das bedeutet, Leuten auf die Birne zu hauen und danach die Fragen zu stellen. Aber ich kann's ja mal auf deine Masche versuchen.